Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 im schönen Frankreich. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, so einen kleinen Auftrag anzunehmen oder zu beginnen auch. Und zwar hatten wir da angefangen, Gras zu mähen. Und nun, ja, habe ich fertig gebaut. Ich glaube, das war dann nicht mehr viel gewesen. Ich glaube, das war nur eine Bahn gewesen oder so, was da stand. Und nun, ja, sitze ich hier in unserem schönen Massey Ferguson mit der schönen Glasballenpresse hinter mir. Und nun werden wir ein paar Glasballen pressen. Sieht auch nicht schlecht aus, die Kombi, ne? Da war wir ja fast dann vorbeigefahren. So. Man muss auch noch ein kleines Vögelchen machen, den Bäumen, ne? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So können wir aber nicht fahren. Wenn wir die Hälfte hier liegen lassen. Das geht nicht gut, Leute. Das geht nicht gut. So. Das sieht besser aus. Eindeutig. Ja. Die Woche müssen wir mal gucken. Zwecks Videos. Ob ich das schaffe, dass die Woche auch bis, ja, bis, machen ja eigentlich immer so bis Freitag eigentlich immer versuchen, dass ich das schaffe. Dass ich da auch ein paar Videos fertig kriege noch. Ansonsten muss ich vorproduzieren. Wäre eigentlich auch nicht das Problem. Ich finde irgendwie hier fallen die ein bisschen geschmeidiger raus. Die Bällchen als im 19er, ne? Das ist, glaube ich, das erste, das zweite Mal, dass ich Quaderballen mache. Sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was die Presse an Power braucht eigentlich, an PS mäßig. Hier haben wir ein bisschen doof gemäht. Hier haben wir ein bisschen doof gemäht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Kombi, ja, die gefällt mir echt. Ja, irgendwie sieht das ein bisschen sanfter aus beim Ablegen als im 19er. Wie gesagt, so oft habe ich jetzt auch noch keinen Ball gemacht. Solange sie nicht rumfliegen,
Hier ab und zu 19er mal. Ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht. Ja, jetzt bleibt er ein bisschen dran kleben, ne? Ja, gut. Ich glaube, das wird es immer wieder geben. So ein paar Probleme mit den Ballen. Der bleibt auch wieder dran kleben oder so. Ja. Das ist jetzt natürlich ganz geil. Machen wir mal das Gewicht runter und benutzen das ein bisschen als Ballenschieber. Ja. Den Picker müsste man auch runter machen, ne? Oder den Pickup. Aber ansonsten schön chillige Arbeit. Der ging jetzt eben ein bisschen besser runter wieder, ne? Ja. Hier und da noch ein, zwei kleinere Probleme, was das angeht, sag ich mal. Aber naja. Das Gute ist ja, wir brauchen nicht weit fahren, wir können es direkt hier rüber liefern. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da an den Anhänger raufgehen. 20 Stück oder so. Wir haben ja diesen Sammelwagen für Quaderballen mitgekriegt dafür, für den Auftrag. Weiß nicht, müssen wir mal schauen, ne? Müssen ja erst noch wickeln, die ganze Sache hier. Du willst nur, oder wird es sein, dass das Gras halt nicht mehr nachwächst, ne? Weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Also bei mir wächst das Gras nicht mehr nach dem Auftrag. Wieso, weshalb, weswegen noch immer. Hier bleiben die irgendwie ein bisschen kleben, ne? Bei der Abwärtsfahrt. Woran das wohl liegt. Ja, hier klappt es aber, wenn wir runterfahren, dann bleiben die eher so ein bisschen liegen oder dran kleben. Da muss man so. Ich glaube, das ist mein, ja, das zweite Mal, dass ich hier Quaderballen mache. Im gesamten LS, glaube ich, müsste es sein. Auftragsmäßig haben wir bis jetzt immer nur Rundballen gehabt.
glaube ich. Nee, ist nicht ganz wahr. Müsste mein drittes Mal sein. Ich habe auf zwei anderen Spielständen auch schon mal mit Quaderbein gemacht. Nee, stimmt nicht. Das waren doch Rundballen. Oh, ja, das ist nicht mehr so. Nee, waren Rundballen. Das eine Mal. Naja, also doch das zweite Mal erst Quaderballen. Ja. Aber bis jetzt muss ich sagen, wie gesagt, außer dass jetzt hier, wenn wir runterfahren, ein bisschen dran kleben bleiben an der Maschine, an der Presse, sag ich mal. Ja, zack, bumm, nicht so wie hier jetzt. Sieht auch schön, ja, ich sag mal, sanft aus, wie wir denn da so runter glitschen, gleiten. Oh, 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 oh. Das ist ja die Dienstagsfolge für euch. Ich denke mal, Mittwoch werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal schaffen, dass wir dann nochmal eine Folge kommen. Donnerstag, Freitag sieht schon eher ein bisschen schlechter aus. Und wenn, dann kommt sie etwas später, also nicht zu um 12 wie sonst gewohnt, sondern ja, erst am späten Nachmittag, vielleicht auch erst abends. Die liegen ja auch ganz besonders gut hier. Ein bisschen Slalom fahren. Und nächste Woche muss ich mal gucken, ob wir das überhaupt, ob ich das überhaupt schaffe. Eventuell wird Montag sogar komplett ausfallen. Das vielleicht erst nächste Woche Dienstag dann wieder was kommt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, also hat halt auch immer mit der Arbeit zu tun, ne? Weil wenn ich habe ja, Donnerstag habe ich wieder Frühschicht. Wenn ich mich denn zum Zocken hinsetze, dann bin ich nachmittags immer so müde, dann schlafe ich immer so ein bisschen halb ein beim Zocken. Das ist auch nicht schick, denn also gerade blendet mich mal ein bisschen die Sonne beim Zocken. Ist auch nicht so schön. Kommt die Sonne einmal raus und dann blendet die noch. Oh, ich habe die jetzt gar nicht. Ich habe die jetzt gar nicht eingestellt. Ne, fällt mir gerade ein. Ich hoffe mal, das geht so. Auch mit der Wickelmaschine. Ansonsten haben wir ein Problem, Leute. Ich hoffe, das passt so mit der Wickelmaschine. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Gut, wir sind dann aber auch am Ende angekommen. Passt ja. Ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder beim Wickeln. Ne? Und ja, wem es gefallen hat, kann natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo, würde ich mich auf jeden Fall auch riesig drüber freuen.
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.